Metal Leute, servus und herzlich willkommen. Warum ich gerade so heavy drauf bin. Intro. So. Metal, Leute. Servus und herzlich willkommen beim Drachenlord. Ja. Warum ich gerade so heavy drauf bin und alles folgendes. Ich weiß gar nicht, wie das Video jetzt wieder geartet wird. Er labert wieder über Hater und über Trolle und er heult wieder rum. ich verstehe es einfach nicht. Ich lade ein Video hoch, das ist echt ohne Scheiß, ich lade ein Video hoch und schalte es frei. Und was ist? Es ist innerhalb von 15 Minuten auf Lach schon. Spätestens. Dann denke ich mir einfach nur noch, what the fuck, habt ihr kein Leben? Ich meine, 90% von den Leuten, die trollen, kommen von Lach schon, Crouch schon und Bandiana und was weiß ich wo noch her. Schau, so, Crouch schon und Lach schon sind auf jeden Fall die Hauptkasperle. So, jetzt denke ich mir einfach nur noch, ich lade ein Video hoch. Habt ihr nichts Besseres zu tun, als da zu hocken und eure... War das F8? Ich glaube, es war F8. F8 zu drücken und ständig die Seite zu aktualisieren, bis ich was hochgeladen habe? Ich meine, ohne Scheiß. Es kann sein, dass da 200, 300 Leute pro Seite sind, aber... habt ihr echt nichts Besseres zu tun, als auf eurer Seite zu warten, bis ich was hochlade? Und dann da irgendwas zu machen? Ich meine... Crouch schon beachte ich gar nicht. Da schaue ich gar nicht drauf. Lach schon eigentlich auch nicht. Aber bei Lach schon schaue ich gelegentlich mal drauf. Und nur um zu wissen, was da wieder abgeht im Forum und so weiter. Und ohne Scheiß. Ich kann zu jeder Tages- und Nachtzeit da sein. Und zu 99% ist im Forum irgendwas Neues über Drachenlord. Ich habe was gepostet auf Facebook. Ich habe was gepostet auf Twitter. Ich mache gleich einen Twitch-Stream. Mein Radiosender. Ein neues Video. Und dann denke ich mir einfach nur noch, sag mal, ich kann da zu jeder Zeit reinschauen. Ohne Scheiß, ich habe irgendwas auf Facebook gepostet. Und zwei Stunden später schaue ich nach und die labern immer noch über das Thema. Habt ihr echt nichts in eurem Leben erreicht, dass ihr euer ganzes Leben lang darauf fixieren müsst, eine Person zu trollen, die noch dazu mittlerweile gar nichts mehr davon hält? Ihr seid einfach nur noch solche Vollidioten. Das trifft übrigens auch auf Crouchon und Bandiana, Kasper und was weiß ich alles zu, auf diese ganzen Trolle halt. Und dann denke ich mir einfach nur noch, ihr habt in eurem ganzen Leben doch noch nie was erreicht. Und ich kann das jetzt wieder sagen und das begreifen die einfach nicht. Wie ich im letzten Vlog schon gesagt habe. das wird echt nicht lange dauern, bis dann wieder irgendwo das Zeug auftaucht. Hat schon wieder irgendwas rumgetrollt. Ach nö. Egal. Zum anderen Thema. Nee, ohne Scheiß. Ich bin so fertig, weil ich die ganze Zeit nur noch dran denke, was haben sie denn heute wieder angestellt? Und mittlerweile schon nur noch drauf schaue. Die haben schon wieder irgendwas gepostet und begreifen nicht, dass die das damit nur schlimmer machen. Ja, dadurch werden Trolle darauf aufmerksam, aber mehr von den Leuten, die das anschauen, sind dann entweder Dörrer und schauen sich das an, okay, cool, oder interessiert mich nicht und klicken weg. Aber von den ganzen Leuten, die das anschauen, sind es vielleicht zwei Leute oder was, oder drei Leute, wo trollen und ungefähr 5 oder 6, also in Prozentzahlen, und 5 oder 6% von denen schauen dann das an, weil es da gefällt oder so. Oder werden darauf aufmerksam und denken mir, boah, der ist geil, der ist natürlich, der macht sein Ding, scheiß drauf, was die anderen machen und was die anderen wollen, weil ich mach mir nichts vor. Ich komme vielleicht für viele oft dumm rüber, aber ich denke, das, was mich wirklich geil macht, abgesehen davon, dass ich hier einen Fleck hatte, oder hab, das, was mich aber wirklich richtig geil macht für die meisten Leute, denke ich, ist die Tatsache, dass ich einfach anders bin. Ich bin nicht irgendwie, ich muss mich jetzt gezwungen so hinsetzen und so labern. Nein, ich bin einfach ich bin lockerer Mensch, ich sitze locker rum, ich mache mein Zeug locker. Es ist unprofessionell größtenteils, aber es ist mir egal, weil ich das bin und das wollte ich immer so machen.
ich habe jetzt mittlerweile auch lange drüber nachgedacht, wie ich immer wieder, ich habe ja, am Anfang war ja, der Grundgedanke von meinem Kanal war ja, ich will den Leuten den Metal nahebringen und mit meiner Ansicht was verändern. So. Jetzt ist immer wieder die Überlegung aufgekommen, wie könnte ich das umsetzen? Vor 2 Tagen ist es mir endgültig eingefallen. Ich kann einfach nur Folgendes sagen. Es ist egal, was ihr macht. Macht euer Ding und dann seid ihr, und dann könnt ihr hören, was ihr wollt. Es ist egal, ob ihr Metal oder Rock oder Gothic oder Hip-Hop oder Techno oder Elektro hört. Metal ist keine Musikrichtung. Metal ist keine, oh, ich kenne mich aus in dem Bereich. Metal ist Metal und das betrifft das in dem Sinne, dass Metal einfach nur, es ist eine Lebenseinstellung. Es ist nicht irgendwie ein Musikstil, den ich jetzt mal eine Zeit lang höre, weil er hip oder angesagt ist. Nein, Metal ist eine Lebenseinstellung und das wissen alle, die in der Szene sind. Und Leute, die sowas schreiben wie, oh, ich bin auch Metaler, aber sowas wie der laber ich nicht. Das sind keine Metaler, das sind einfach nur, boah, ich bin jetzt gerade hip, weil ich im Metal mit dabei bin, weil aktuell ist Metal wieder voll angesagt. Das ist diese Kasper-Einstellung, die im Metal zwar auch vorkommt, aber das sind die Leute, die keine Metaler sind. Die sagen vielleicht, ich bin Metaler, die hören vielleicht die Musik, aber das sind einfach nur diese kindischen kleinen Mitläufer, die keine Ahnung von der Materie haben. Gut, sie kennen Bands, sie kennen Künstler, sie haben Patches, die ultra selten sind und vielleicht 3-mal auf der ganzen Welt existieren. Aber das sind keine Metaler, das sind einfach nur Leute, die machen da mit, weil sie denken, sie sind dadurch cool und hip und angesagt und was weiß ich alles. Ein Metaler, und das sage ich immer wieder, und ich habe immer überlegt, wie ich euch das richtig nahe bringen kann. Ein Metaler ist das, was ich bin. Ich sag, was mir passt, ich mach, was mir passt, und ich lebe den Metal. Ich kenne nicht alle Bands, ich kenne nicht alle Lieder, ich vergesse oft Liedernamen. Aber ich höre das Zeug, ich lebe das Zeug. Und nicht einfach nur im Sinne von, oh, das habe ich jetzt gesehen. Nein, ich höre mir das ganze Zeug an. Ich denke über diese Texte nach, über das ganze Zeug im Kopf und alles, ja. Ich denke über das ganze Zeug nach und höre mir das nicht nur an, da rein, da raus, tschüss, weg ist es und jetzt mache ich was anderes. Nein, ich beschäftige mich mit Songtexten ewig lange. Und das ist nicht nur auf den Metal bezogen, sondern auch auf den Gothic, auf den Industrial. Ich liebe das Debattieren über Songtexte. Und das ist nämlich auch der Grund, warum ich das Format TOM ins Leben gerufen habe, den Time of Metal. Weil ich da auch immer ein Lied aus dem Album, das ich vorstelle, rausnehme und mit euch dann drüber diskutiere, um was es da geht. Ich sag euch, das ist einfach nur dämlich. Ich meine, die hocken im Internet, stören im Internet stundenlang rum, um ein Bild oder ein Video oder irgendwas zu finden, was ich vielleicht vor 2 Jahren mal gesagt habe oder vor 2 Jahren gemacht habe. Ich habe nie verborgen, dass ich irgendwann mal auf 6 Seiten angemeldet war, auch wenn ich da keine Videos oder Bilder hochgeladen habe. Ich habe nie verborgen, dass ich bisexuell bin oder dass ich, keine Ahnung, ja, habe ich nie verborgen, aber das ist das, was diese Kasper wollen, ja. Dass ich das verberge, dass das plötzlich irgendwann vorkommt und oh, es ist mir peinlich. Nein, ist es mir nicht. Gut, ich erzähle nicht alles aus meinem Leben. Zum Beispiel, was ich genau arbeite. Ich habe es zwar schon immer wieder mal gesagt, aber nie richtig angedeutet. Also ich habe immer nur Andeutungen gemacht, nie wirklich gesagt, weil es niemandem was angeht, was ich beruflich mache. Das ist einfach etwas, ich habe mein Berufsleben und mein Hobby, also YouTube, was momentan noch mein Hobby ist, hat miteinander nichts zu tun und deswegen halte ich das getrennt. Wisst ihr was, ich habe am 6., ja, ich habe am 6., also diesen Monat, ich habe diese Woche am Samstag, also am 6., habe ich einen Termin in Nürnberg im Radio Z Studio. Da ist ein Interview, ich weiß noch nicht, wie die das vorhaben, ob die das live senden wollen oder ob die das aufnehmen wollen oder keine Ahnung, oder ob die da eine Reportage irgendwie in einem Magazin machen, keine Ahnung. Aber was ich weiß ist, dass die da mit mir halt drüber reden wollen und so weiter, was ich da mache und alles. Und da werde ich auch mal über das ganze Thema Hater und Trolle und so weiter sprechen. Und ja, dementsprechend halt dann kommt dann drauf an, was die halt mitbringen und alles nicht. Aber ich denke, dass ich deswegen so bekannt und so beliebt bei meinen Fans bin, bei meinen Fans wohlgemerkt, weil ich so bin, wie ich bin. Ich gebe mich nicht anders, ja. Ich verberge nicht, dass ich dick bin. Ich verberge zwar, dass ich manchmal mich verspreche, aber ich verberge nicht, dass ich manchmal ein bisschen dämlich bin oder
was heißt, dämlich würde ich das nicht einmal nennen, weil ich habe eigentlich schon einen ziemlich hohen IQ, wenn es um bestimmte Sachen geht. Aber ich bin halt zum Beispiel nicht Professor für alles, ja, oder Professor für bestimmte Bereiche. Nein, mich interessieren manche Sachen und manche Sachen eben weniger. Was im Metal und in Musik zum Beispiel abgeht, ich interessiere mich total extrem für die Musik. Aber ich interessiere mich nicht dafür, wie eine Band heißt, wie das Lied heißt, wann das neue Album kommt. Nein. Für mich, ich finde es noch dazu, ich finde es viel faszinierender, wenn ich im Laden stehe und dann, wow, die haben ein neues Album. Geil. Weil das ist dann so ein richtiger Hype-Moment, wo ich mir denke, wow, ist das nice. Ich habe das nicht gewusst, die haben ein neues Album. Geil. Oder wenn ich das spontan erfahre, ey, ein neues Album. Fett, Mann. Dann denke ich, das ist dann dieser richtige Moment, wo ich mir denke, geil! Und das sind diese Momente, wofür ich lebe, ja? Wofür ich meine Musik liebe, wofür ich mein Leben lebe. Andere Leute gehen her und planen ihr ganzes Leben von vorne bis hinten durch. Und auch das ist in Ordnung. Aber das ist nicht mein Stil und ich möchte das nicht so machen. Wenn ich mir zum Beispiel wieder mal Iblali oder so anschaue oder Le Floyd, die machen ihre Videos geil. Die sind geil, kann man nichts sagen. Aber die sind mir persönlich, und das habe ich immer gesagt, die sind mir persönlich zu strukturiert. Ich versuche mich auch auf Drachenlord ein bisschen mehr so aufzuführen, ja, dass es mehr in die Richtung Professionalität geht. Aber warum soll ich meinen meinen Vlog nicht so machen, wie ich möchte? Oder so rumlabern, wie ich möchte? Oder einfach mal, keine Ahnung, was haben wir jetzt, 11 Minuten? Warum soll ich denn einfach mal 15 bis 20 Minuten rumlabern, wie ich gerade Bock habe und wie mir der Schnabel gewachsen ist? So bin ich immer schon gewesen. Das Coole ist, ich bin ein total schüchterner Mensch. Werden jetzt die meisten wahrscheinlich nicht glauben, aber ich bin ein schüchterner Mensch tatsächlich. Für alle, die mich dann irgendwie mal live oder so treffen oder schon getroffen haben, können das vielleicht ein bisschen bestätigen. Das ist einfach so. Und als Kind, oh, um Gottes Willen, bis ich ungefähr 6-7 Jahre alt war, ich habe mein Maul nicht aufgekriegt. Ich habe keinen Ton gesagt. Das hat sich hingezogen, bis ich ungefähr... Also mit 6, 7 habe ich dann schon angefangen zu labern, habe auch viel Blödsinn gelabert, was mir dann auch die Schulzeit ziemlich schwer gemacht hat. Aber bis ich ungefähr, sagen wir mal, 13, 14 Jahre alt war, war ich immer total schüchtern. Ich habe das Maul nicht aufgebracht, ich bin ruhig gewesen. Besonders wenn ich mit neuen Leuten unterwegs war oder unter neue Leute waren. Schule, Kindergarten, neue Klasse, wenn ich die Leute nicht kannte, war ich immer, ich habe die Schnauze gehalten. Ich bin total ruhig in der Ecke gesessen. War auch einer der Gründe, warum ich relativ schlecht von Leuten bekannt war. Also ich habe... bin mit Leuten einfach nicht ausgekommen, weil ich einfach die Schnauze gehalten habe. Die haben was gesagt und das hat mich gestört. Ich habe aber nichts gesagt. Und irgendwann habe ich dann gesagt, du bist ein Spaß. Und dann ist es wieder losgegangen. Was hast du denn nur für Ahnung, du hältst sowieso mit die Schnauze. So. Und genau so ist nämlich mein Leben. Und das ist auch der Grund, warum die Leute mich, denke ich, auch mögen. Die mich mögen. Das Problem daran ist natürlich, das Problem daran ist allerdings natürlich die Tatsache, dass ich dummerweise bei den Trollen genau dafür gehatet und getrollt werde. Aber die schreiben irgendwelches Zeug, posten das auf zig Seiten und dann denken sich normale Leute, die nicht trollen, die keine Vollidioten sind, sowas wie meine Fans, die schauen sich das an und denken sich, was haben sie denn jetzt wieder gemacht? Schauen sich das Original an, also nur, und dann denke ich mir einfach nur noch, gut, zwei neue Trolle, 5 neue Fans. Coole Geschichte. Und genau so habe ich das nämlich erlebt. Genau das habe ich im letzten Vlog nämlich gemeint. Immer wieder habe ich gesagt, es kommen mehr Trolle von den Trollen her. Ja, ist richtig. Durch die Trolle kommen Trolle. Aber mehr Leute, die mich auch als Mensch sehen wollen oder auch als Fan, dann auf mich zukommen. Ich habe schon mehr Fans als mittlerweile gehabt, die mir immer wieder gesagt haben, oh, ich habe dich erst durch Lach schon kennengelernt oder gesehen oder gefunden. Aber ich finde geil, was du machst. Vor allem, weil ich weitermache. Ich meine, ist euch noch nicht aufgefallen, dass die Trollseiten immer weniger werden, aber mein Kanal immer größer wird? Und ich sage das in dem Bewusstsein, dass die Trolle das einfach nicht raffen. Und ja, ich habe am Anfang rumgetrollt, weil ich gewusst habe,
Wir drehen den Spieß nochmal um. Die Hater begreifen das und Trolle begreifen das nämlich nicht, wenn ich jetzt sage, oh, ich mache jetzt ein bisschen was. Blablabla. Und überhaupt sowieso. Aber das kann ich so lange sagen, wie ich will, dass ich das mit Absicht gemacht habe. Und vielleicht glauben mir das ein paar nicht. Oder vielleicht glauben mir das die Großteil von euch nicht. Aber dennoch ist es eine Tatsache. Ich habe mich, und das habe ich früher schon öfter in Videos gesagt, ich interessiere mich für Psychologie. Und, naja, ich bin jetzt kein Psychologiestudent, obwohl ich sowas gerne studiert hätte, aber sowas würde niemals hinhauen, weil ich dafür einfach zu dumm bin. In Anführungszeichen. Ich habe gute Begabungen, aber halt in anderen Bereichen. Aber für Psychologie zum Beispiel interessiere ich mich total und ich habe mit vielen Leuten Kontakt, die sowas studieren oder schon studiert haben. Und mit ein paar von denen habe ich schon gesprochen. Es sind ein paar Bekannte aus Nürnberg und der Umgebung und so weiter. Und ich finde es einfach interessant, wie das wirklich funktioniert hat. Ja, nicht alles. Nicht alles war Absicht, was ich gemacht habe. Und manchmal sind die Pferde mit mir durchgegangen, aber mittlerweile fange ich immer mehr an zu feiern. Und zwar die Trolle. Weil es einfach nicht endet. So, ich laber viel zu viel Zeug heute. Falls ich es jetzt noch nicht erwähnt habe, falls doch, werde ich es rausschneiden. Falls ich es jetzt noch nicht erwähnt habe, meine neue Webseite drachenlord1510.de. Oh yeah, eine neue Webseite und endlich mal eine richtig .de Seite und keine .bplays.net.2478.de, sondern eine richtige .de Seite, richtig nice, ist jetzt eben da gemacht. Und ich warte jetzt noch drauf, dass es gemacht ist, und sobald ich fertig bin damit, findet ihr den Link in der Beschreibung und auf meiner Webseite und auf Facebook und auf Twitter und, wenn ich es hinbekomme, auch auf Instagram. Wie dem auch sei, ich arbeite da momentan dran. Ich habe jetzt auch mit jemandem geschrieben, der mir da bei der Seitendesignung und so weiter hilft. Oder mit dem ich zumindest drüber sprechen kann und dann mir ein paar Ratschläge einholen kann und so weiter und so fort. Und werde mich jetzt dann auch noch weiter dran setzen. Eine andere Sache ist die Autogrammkarten. Ich habe ja ein Fanpost-Video gemacht und über die Autogrammkarten habe ich jetzt sehr lange nachgedacht. Ich habe jetzt sehr darauf gewartet und es ist nichts passiert. Ich habe jetzt nochmal telefoniert und angeschrieben und so weiter und so fort. Und ich werde mich jetzt darum kümmern, dass es dann in der nächsten Zeit funzt. Und zwar werde ich mir jetzt einen Termin geben lassen für morgen oder übermorgen im Laufe dieser Woche und hoffe jetzt einfach mal drauf, dass wir weitermachen können. Dass ich dann bald die Autogrammkarten habe. Ich hoffe, dass ich die bis Ende der Woche zusammenbekomme. Wäre nämlich richtig geil, weil dann kann ich die nämlich endlich verschicken und ihr könnt euch für Weihnachten welche bestellen, wenn ihr wollt. Tut mir leid, Werbung muss auch sein. In der Videobeschreibung könnt ihr mal reinschauen. Punkt 1 ist, also der erste kleine Abschnitt ist meine Fanpostadresse, das zweite ist mein Fanpaket. Also wenn ihr Pakete mir schicken wollt für Weihnachten und was weiß ich. Ich mag Weihnachtsplätzchen, Spekulatius. Nein, um Gottes Willen. Wie ich immer sage, ihr müsst mir nichts schicken, aber so als kleinen Anreiz, falls ihr mir sowas schicken möchtet. Ich liebe Tee im Winter, obwohl ich normalerweise selbstgemachten Tee trinke. Früchtetee bevorzuge ich. Und für den einen oder anderen, ich mag Spekulatius, aber tut mir den Gefallen, schickt mir nicht zu viel von dem Zeug, weil Weihnachtszeit ist nicht unbedingt die beste Zeit zum Abnehmen, habe ich schon oft festgestellt. So, im Sommer geht es jetzt endlich mal richtig los dann. Ich habe mir schon einen Trainingsplan fürs neue Jahr aufgestellt. Immer diese Punkte, die man nicht einhält. Aber dennoch, ihr merkt, ich bin heute richtig geil drauf und ich freue mich jetzt drauf, das Video zu schneiden, weil ich echt so eine geile Laune gerade habe. So, ja, mir ist gerade eingefallen, ich habe die Dinge wieder angemacht. Das heißt, ihr habt im Hintergrund die ganze Zeit das Rauschen, es tut mir leid. Das ist die blöde Kühlerplatte. Ich muss mich unbedingt dran setzen und meinen Laptop machen. So, aber dennoch freue ich mich jetzt dann drauf, das Video zu schneiden. Weihnachtslieder hören und einfach nur das Fest genießen. Ich habe hier auch eine Kerze stehen, natürlich in schwarz. Wer hätte gedacht, jetzt ist ja ausgegangen. Verdammte Semmel. Egal. Ja. Nicht nachmachen, Kinderchen. Aber hier Wachs. Also, sie ist Wachs in meinen Händen. Oh yeah. Oh. Oh, 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 oh. Nicht nachmachen, liebe Kinder. So. Auf jeden Fall, ich finde es richtig nice und ja. Lieben Trolle, ich wünsche euch auch einen frohen ersten Advent. Beziehungsweise, ihr habt jetzt den ersten Advent natürlich schon hinter euch. Für mich ist noch der erste Advent. Das ist vielleicht auch ein bisschen der Grund, dass ich heute so gut drauf bin. So. Dann bedanke ich mich nochmal fürs Zuhören. Oder Zuschauen in dem Fall. Bis zum nächsten Mal. Und eine wunderschöne Woche euch.
Ich denke, wir sehen uns morgen nochmal und ich versuche, dass ich diese Woche wirklich bis Weihnachten zumindest, dass ich jeden Tag einen kurzen Vlog hochladen kann. Eine letzte Sache jetzt noch, dann sind wir auf 20 Minuten. Ich habe im letzten Video, im letzten Hashtag FragDrache-Video gesagt, wie ich Weihnachten verbringe. Das war darauf bezogen, wie ich es letztes Jahr verbracht habe. Dieses Jahr habe ich keine Freundin. Also ich bin dieses Jahr Single an Weihnachten, was ich sehr schade finde eigentlich. Aber ich habe dieses Jahr keine Freundin. Das bedeutet, ich werde dieses Jahr wahrscheinlich mein Fest anders verbringen. Aber es war ja auch darauf bezogen, oder zumindest habe ich das so gedeutet, wie ich das Weihnachtsfest für gewöhnlich verbringe. Und das ist im Normalfall eben immer mit der Freundin gewesen. Ist natürlich blöd gelaufen. Und die Leute, die meinen, ich hätte keine Freundin gehabt und so weiter, ihr werdet es nie erfahren. So, ich danke euch fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und noch eine wunderschöne Woche. Vielleicht bis morgen. Haut rein, ciao.